ganze Dings anpassen, Alter. Technikabteilung. Da unten, glaube ich. Aha. That Aesop strapped to your chest. Maybe give you some upgrades here and there, but that's it, man. I'm too sensitive for this shit. Was nimmst du? Fast heilen gesagt. Dann nehme ich Röntgenblick. Aber man kann zwei nehmen. Ja. Röntgenblick voll. Dann nehme ich auch heilen. Dann nehme ich vielleicht noch betäuben. Gut. Stay cool. Hier zum Terminal, um es auszurüsten. Aber wie man es wirklich anwendet, steht nicht im Tutorial. Mit welcher Taste. Na gut, das ist eine normale Standardtaste sein. Aber dass du das als eines der drei Sachen mit hast. Nein, aber es wird eine fixe Taste dann sein im Spiel. So! Wollen wir jetzt kurz noch was zum Trinki? Jo, geh noch kurz auch in meinem Zimmer, dann passt das eh. Hast du noch? Ja. Alter, was machst du vor meinem Zimmer, ha? Wollen wir reingehen? Okay. Da kannst du nur Zimmerverbesserungen machen. Wie ist das noch Early Access? Ich auch komme, dass du dich dann selber. Ich komme gleich. Und noch was schnell zum Trinken. Dann können wir schon, wenn du magst, das zweite mischen. Ja? Gut. Sehr schön. An. Gut, schauen wir uns das Terminal an. Also wir haben einige Devices. Na passt. Okay. Na? Na. Ah, das sind Therapien. Jo, ich bin wieder da. Jo, geht schon. Aber du hast gesagt, dass wir ganz schneiden und so weiter, ja? Ja. Ich hätte es fast lassen, eine Mission, eine Folge. Weiß ich nicht. Und lang. Das ist lang, ja. Muss man. Na gut. Na gut, liebe Leute. Weiter geht's. Im Arsenal kann man das vergeben. Ja, im Arsenal musst du es anstellen und kannst auch Abzeichen gewinnen. Also es ist wirklich so wie quasi wie Fastman, kannst du immer wieder spielen dann. Finde ich sogar cool irgendwie. Da wird natürlich Outlasts Reiz noch immer zwischendurch dann zu spielen irgendwann. So, mit der Therapie-Level, nächste Belohnung ist dann das. Man kann sich nur eins anlegen, gell? Ja. Eine Vorrichtung. Ja, ja. Sehe ich das richtig? Ja, du kannst nur eins anlegen. Okay. Hat aber gesagt. Okay. Wenn das so ist, dann kann man das eh öfter machen, auch mit Dommies, sage ich mal so. Okay. Park. Vergnügungspark. Vergnügungspark? Was Vergnügungspark? Das ist zweites Level. Ich dachte, aber Polizeirevier haben wir ja noch. Polizeirevier waren wir ja gerade. Ja, aber da haben wir die erste Prüfung gemacht von den 4. Ach so, ist das. Okay. Ups. Na labern, dann schon die nächste. Sorry. das alles schon quasi. Ja. Na gut. Aber es ist auf jeden Fall doch länger als erwartet dann. Ja, weil ich schau mal kurz. Boah, ganz was wollte ich nicht. Was denn? Ich wollte aus dem Programm 1 aus und schauen, wie viele die anderen Missionen haben, aber auch 4. Einiges wahrscheinlich, ist egal. Alle 3 haben 4 und die letzten 2 siehst du noch nicht. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's. Dann ist es doch länger. Weiter her, dann schauen wir uns das dann an. So, Ladies and Gentlemen. Jetzt machen wir hier die. Das Shuttle hebt ab in Kürze. Und ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Aber erster Eindruck sehr, 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 sehr positiv. Es ist halt kein typisches Outlast, würde ich sagen. Sagt er, der nur einen Teil gespielt hat. Ein Teil und das DLC. Na gut. Das 2 hast du nicht gespielt. Noch nicht. Aber ja, es hebt sich ab. Aber das haben sie eh gesagt. Diesen Zuggeräusch immer dahinter. Ja. Das ist keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir in einem Zug fahren. Bleibt er dann irgendwo stehen auch? Das merkst du dann noch. Ah, oh ja, wir fahren. Ah ja, stimmt. Aha, das habe ich wirklich nicht mitbekommen, okay. Krass. Gut, Polizeirevier. Wirklich gut gemacht. Ich finde, es ist das erste. Ja gut, das ist halt die Frage, was sieht man als Outlast wieder? Das Spielprinzip ist eigentlich ja das gleiche. Wir nennen jeden Horror eigentlich. Naja, es geht. Phasmo zum Beispiel nicht. Phasmo ist wieder anders. Ja, aber in das, was ich gespielt habe, zum Beispiel. Ach so. Ja. In das Made, nein, nicht Made of Skier. Wer war das? Oder Resident Evil, ja. Was? Was hast du nicht gehört? Was habe ich nicht gehört? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, ich habe gesagt, nur remoddert. Okay, wir haben Sektor A, B und C. Das habe ich mir fast schon gedacht. Gehen wir mal zu A. Schon vergessen, was ich suchen muss. Aha, so. Aber das ist geil. Also man, das Röntgenblick war schon mal geil. Was? Mein Röntgenblick. Hab gesagt, das ist geil. Brauchst du Hilfe bei dir oder? Na labern, was? Er spielt schon mit voller Dings, er braucht gar nicht mehr die Hinweise sammeln. Er weiß schon, was er machen muss. Ich bin der Vollprofi da. Fahren gehen wir. Ich habe gesagt, du spielst schon Vollprofi, das haben jetzt gar nicht die Hinweise. Ja, du bist einfach reingegangen, aber du hast ja nicht einmal geschaut, was du eigentlich wirklich suchen musst. Nein, du musst jetzt erst wissen, welchen Schlüssel du finden musst. Sonst weißt du nicht, welchen Schlüssel du brauchst. Oder nach welchen Schlüssel hättest du gesucht? Aber Mond hast du jetzt, weil ich dir quasi, weil ich den Hinweis untersucht habe. Na gut, ich bin jetzt beim Mond auf jeden Fall drin. Ah, beim Herz, meine ich. Entschuldigung, du machst Mond. Im C-Sektor. Ich dachte, du warst schon drinnen. Achso. Wenig Gegenstände sind hier. Ich habe auch einen Vorrichtungsauflader gefunden und ich habe keine Ahnung, für was man den braucht. Gut, haben wir einen Schlüssel auch. Hab mal einen Schlüssel. Oh, doch, Jesus. Bei dir jetzt drin? Muss ich ein bisschen lauter machen. Sag mal was? Ah, das ist viel besser. Jetzt sieht er mich ja verrückt. Was ist das für eine Scheiße? Oh, hallo. Servus. Hast du den Hinweis da schon genommen? Den Hinweis habe ich schon gehabt, ja. Kommt, kommt. Oh, okay. Bist du erst entschlüsselt hier schon? Nein! Dass ich dort hocke. Bei dir klingt der Sound jetzt nicht gut. Nicht gut? Nein. Warum nicht? Wie klingt er? So wirklich dumpf. Ganz dumpf? So, okay. So, also, aber jetzt klingt er normal. Okay. Da drin ist einer. Nein, dann macht die Tür zu. Sich aufbricht. Schau, ob er kommt. Ja, Mondhammer. Passt. Er geht gerade in die andere Richtung, also bei mir wird der Weg frei. Sehr schön. Erster Schritt geschafft.